Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Seaside. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und machen heute ein bisschen weiter. Ich habe letztes Mal mich schon so ein bisschen um den Stau gekümmert, wir haben da mit asymmetrischen Straßen gearbeitet. Ich habe ja gemeint, ich möchte eigentlich nicht mehr dran rumbasteln, aber mir kam eigentlich eine kleine, simple Idee, die wir einfach auch nochmal ein bisschen mit einbringen können. Da werde ich heute nochmal ein bisschen was umsetzen und ich möchte gerne auch nochmal den Bereich Downtown und im Allgemeinen auch von weiter weg gesehen mit den anderen Zufahrtsstraßen etwas verbinden. Ja, wir haben ja bis jetzt die Autobahn, die von verschiedenen Richtungen dahin geht, mit verschiedenen Ausfahrten. Es gibt aber eine Stelle, die wir tatsächlich noch nicht mit reingenommen haben und die möchte ich einfach als Verbindungsstraße noch mit einer Brücke dann aufbauen, rüber zum Flughafen und dann mit dieser Schnellstraße versuchen zu verbinden. Genau, und da würde ich sagen, liebe Leute, wir legen auch direkt los. Dann werden wir, glaube ich, mal mit der Zufahrt beginnen, bevor wir diese Brücke bauen. Ich möchte hier hinten an diesem Bereich rechts, möchte ich die Brücke rüber zum Flughafen bauen und hier eben an dieser Zufahrt, wo wir eh gerade momentan viel Stau haben, wo wahrscheinlich aber auch viele Leute vielleicht einfach nur geradeaus möchten. Die fahren ja hier, also nicht hier, sondern hier nach draußen. Wir haben ja gestern schon mal so ein bisschen in der Folge analysiert, dass die Leute halt hier raus möchten, dass die einzige Verbindung halt hier ist, wahrscheinlich dann über die Brücke rüber oder halt auch in diese Bereiche. Ich habe mir gedacht, wir verlängern diesen Teil und machen hier einfach eine Zufahrt hier hoch. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Weil das kriegen wir, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Und es könnte vielleicht auch ein bisschen helfen. Das sind so kleinere Umbauen, die können wir auf jeden Fall machen. Ich meinte ja, wir bauen da auf jeden Fall nichts mehr um. Also wir reißen nichts ab, um irgendwas umzubauen. Aber hier müssen wir ja in dem Fall zum Glück nichts abreißen. Was es natürlich dann von der Entscheidung her ein bisschen einfacher macht, dass man das vielleicht hier einfach versucht. Jetzt muss man halt natürlich die Verbindung schaffen. Es geht nicht anders. Wir könnten dann vielleicht teilweise auch vierspurig werden. Wir könnten dann von hier aus auch vierspurig werden. Die zwei. Das ist nicht so gut gelungen hier. Durch den Snap. Muss ich gerade mal überlegen. Vierspurig lohnt sich auf jeden Fall. Oder mach mal den Teil dreispurig. Das muss, jetzt wird es ganz speziell. Machen hier die vier Spuren dann einfach für die Ausfahrt. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Jetzt habe ich es aber wirklich. Und dann gehen wir einfach hier nach oben. Verbinden uns hier. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten machen, wie das ganz gut aussieht. Aber ich denke mal so. Ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache. Steigung von 6,4 ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Achso, warte mal. Und dann könnte man hier natürlich nochmal zweispurig werden, um dann hier den Abbieger noch mit reinzunehmen. Jetzt überlege ich gerade. Nee, ich nehme den Rechtsabbieger. Da dürften jetzt natürlich schon ein paar Leute hier ankommen und das natürlich dann verwenden. Mal schauen, ob sich das vielleicht ein bisschen auflöst hier. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache. Gott, wir haben ihn komplett wieder durcheinander gebracht. Was ist hier los? Gottes Willen, ne? Ja, dann können die nämlich da rausfahren. Ist die Frage, ob sie es verwenden. Es ist auf jeden Fall der kürzere Weg. Und vom Anschluss jetzt, ja gut, da haben wir gestern ja die asymmetrische noch aufgebaut. Wir könnten vielleicht, wenn viele Leute da drüber fahren, die Brücke hier noch verbreitern. Das könnte man machen. Jetzt dauert es erstmal ewig, bis sie natürlich realisieren, dass sie da halt natürlich auch rausfahren können. Die fahren ziemlich schnell gerade, ne? Wahnsinn. Ist unglaublich, wie schnell das gerade alles hier geht. Und dann würde ich gerne hier hingehen, nebenbei. Da haben wir nämlich die Zufahrt schon mal. Und würde hier eben die Brücke rüber bauen. Von dieser Seite, da haben wir eben diese große Straße. Dann eben zur anderen Seite, wo wir dann natürlich jetzt wieder fleißig Kacheln erstmal kaufen müssen. Ich würde, glaube ich, hier rüber gehen. So in diesem Bereich und würde dann hier im bisschen größeren Stil versuchen, dann hier natürlich so eine Schneise schon mal von den Bäumen zu entfernen, um hier dann rüber zu gehen. So. Und hier drüben dann irgendwie anzuschließen. Wie das dann geschehen wird, weiß ich noch nicht. Hier haben wir ja den Turm und haben auch noch teilweise Häuser. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ich glaube nämlich auch von der Straße her, wenn mich nicht alles täuscht, dürfen wir hier schon, genau hier geht es dann eben so über. Da wäre halt die Überlegung, ob man dann mit dieser Straße vielleicht den Anschluss macht. Jetzt kriegen wir die Mitte wieder nicht, ne?
Ah doch, hier habe ich sie. Um dann hier rüber zu gehen. Da können wir jetzt natürlich gucken. Wir machen das auch wieder klein, dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeiten. Machen wir hier halt wieder eine größere Brücke. Wir machen das mal auf minus 0,1. Jetzt sind wir hier auf plus, da können wir runtergehen. Das wäre dann trotzdem noch auf 20 Meter Höhe. Das ist nicht ohne. Dann gehen wir hier wieder auf die Höhe, damit die einfach flach ist. Gehen wir hier wieder auf minus 2, ist okay. Wie machen wir das jetzt hier? Hier drüber zu gehen. Macht doch so vielleicht auch Sinn. Dann kriegen wir hier das nochmal etwas weiter gebaut. Da dürfen wir dann jetzt hier wieder nach unten gehen können. Da könnten wir hier nämlich sogar den Anschluss von der Straße vielleicht ganz gut hinbekommen. Wäre natürlich eine Idee. Und normalerweise müsste das hier, so rein vom Augenmaß, plus 2, geht nochmal ein bisschen nach oben. Wir gucken mal uns das von der Seite an. Also die Brücke an sich müsste jetzt auf einer Höhe hier durchgehen. Und hier geht es natürlich dann auf der rechten Seite wieder ein bisschen nach oben. Okay, das würde ich dann ändern wollen und würde gerne hier dann mit dem Tool ein wenig auf der Höhe ein bisschen was abtragen. Erstmal nur, dass das Grob hier natürlich angeschlossen ist. Jetzt haben wir hier nämlich dann die einheitliche Höhe. Das ist deutlich besser. Geht hier nochmal nach oben, dann wieder nach unten. Warte mal, wir könnten das nochmal probieren und machen das nochmal ein Stück weiter weg. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Von hier aus, hier rüber. Ja, das sind wir jetzt auf plus 0,3. Ja, das ist besser. Haben wir hier wieder dieses Mauerstück. Wir wären hier oben angekommen. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger jetzt, hier dann natürlich auch die Straße mit hier oben, mit der Straße, mit der großen Brücke zu verbinden. Aber ich glaube, das ist gut, dass sie hier so einheitlich rüber geht. Das ist eine Mega-Brücke. Wir bauen echt extrem große Brücken hier in diesem Projekt. Hier möchte ich ja nicht anschließen, deswegen können wir das so lassen. Das sieht doch eigentlich von der Brücke her und allem eigentlich schon mal sehr, sehr schick aus. Ich bin gerade überlegen, wie ich diese beiden Straßen miteinander verbinde. Also hier sind wir auf jeden Fall zu hoch für eine Verbindung. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich habe überlegt, ob ich von hier abzweigen soll, um hier so eine Landstraße hier nach oben zu bauen. Das könnte vielleicht funktionieren. Gehen wir mal von dem Gedanken nämlich weg. Hier mit der Abfahrt. Ich glaube, das ist nämlich dann deutlich einfacher. Man kann hier nämlich dann eine Landstraße nach oben bauen. Teilweise wahrscheinlich sehr steil sein wird, obwohl das geht sogar noch, finde ich. Das geht sogar noch. Wir müssen hier mal ganz kurz nochmal etwas die Kante machen, damit das hier gut übergeht. Und hier vorne lassen wir das dann auf die Weise. Und hier würde ich dann einen Teller, oder auch nicht, ich halt keinen Teller reinmachen. Warum denn nicht? Warum darf ich das denn jetzt nicht? Na toll. Den kleinen darf ich jetzt. Was ist hier falsch? Das Stück hier. Okay. Gar kein Problem. Guck mal, da ist sogar ein Baum, den wir noch wieder wegmachen können. Sehr gut. Wir bauen das Stück hier einfach nochmal neu. Probieren das dann nochmal. Ist ja schnell wieder verbunden, aber ich glaube, wegen dem kleinen Stück ging das nicht. Ja. Genau, jetzt können wir den großen Teller, wir können eigentlich auch einen kleineren so. Glaube ich besser, der andere wirkt zu groß. Wir hätten jetzt hier natürlich auch, glaube ich, ganz gute Verbindungen. Was wir jetzt natürlich so ein bisschen machen könnten, wäre halt von der Seite aus. Industrie ist jetzt nicht so ganz wichtig. Aber einfach damit diese knappen Kurven hier mit den Rechtsabbiegern dann wegfallen, können wir das so machen. Und natürlich auch das Gleiche würde ich dann wahrscheinlich hier hin machen. Das sieht irgendwie komisch aus. Was habe ich denn hier gemacht? Ich glaube, das ist nicht ganz so toll. Das macht er hier mit den Markierungen nicht so ganz. Gut, man kann auch ein bisschen weiter vorne. Ja, ich meine, das passt ja. Ich meine, so viel wird wahrscheinlich jetzt so runter zu ähnlich unterwegs sein, aber der Rest kommt über den Kreisverkehr ganz gut rum. Dann machen wir das nämlich hier so, dass wir an der Stelle nochmal mit einer asymmetrischen natürlich arbeiten. Was denn auch sonst?
Und ja gut, hier sind wir halt sehr breit. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ändern wir die Straße nochmal. Auf jeden Fall jetzt vielleicht hier hinten. Dann wird das hier zur Schnellstraße, damit die halt gut über die Brücke kommen. Dann hätten wir nämlich jetzt hier die Möglichkeit und hätten hier dann nochmal hier rüber zu uns eine Verbindung geschaffen, die dann eben diese Bereiche auch hier mit der anderen Seite dann verbindet. Und ja gut, das Ding wird wahrscheinlich eine Outside-Connection dann früher oder später werden, könnte ich mir vorstellen. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon mal machen soll. Dann haben wir hier nochmal eine weitere. Ich weiß ja eh nicht, ob da irgendwie mal Probleme entstehen, können wir aber zu viel machen. Im alten Teil war das so. Wenn wir da zu viel gemacht haben, dann gab es natürlich Probleme mit dem Verkehr, weil jede Outside-Connection Verkehr mit reinbringt. Aber hier ist es ja ein Bestandteil und keine Mod. Also hier gehört das ja zum Spiel. Ich denke und hoffe einfach mal, dass das Spiel mir irgendwann mitteilt. Du Multi, könntest du vielleicht mal aufhören, hier 180.000 Outside-Connections zu bauen? Das wäre sehr freundlich. Dankeschön an dieser Stelle. Und dann höre ich damit auch auf. Ich glaube, vorher machen wir das noch nicht. So, wir gehen hier. Wir können jetzt von hier nach hier natürlich eine Verbindung durchmachen. Und da erstmal die Straße draufsetzen. Könnte vielleicht sich lohnen, dass sie da auch über diesen Bereich nach Downtown dann irgendwie fahren. Ich weiß es ja nicht. Ist ja auch keine kleine Straße hier, muss man aussagen. Oh, toll. Genau an der Stelle, wo wir dann zu hoch rausgehen. Ja, super gemacht, Multi. Das hast du ja wieder großartig hinbekommen. Habe ich jetzt schon mal gesagt, dass das nicht so gut war vielleicht? Das ist alles nicht so prickelnd. Muss hier nochmal ein Stückchen die Steine wegmachen und muss hier, glaube ich, etwas enger um die Kurve gehen. Kann man das so machen? Sieht das gut aus? Ist es auf jeden Fall nicht so schlecht. Dann haben wir hier nochmal eine Outside-Connection. Ob sich das jetzt gelohnt hat, natürlich jetzt die Kacheln zu kaufen dafür, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben eh noch mehr als genug Kacheln und ich strebe ja momentan so ein bisschen die 100 Folgen erstmal an. Und dann mal schauen. Ich habe da so ein paar Überlegungen natürlich gemacht. Man muss ja auch mal irgendwie noch was zu bauen haben. Aber hier wird es ja langsam doch schon ein wenig kuschelig. Bis auf weitere Häuser und Städte und Dörfchen kann man da, glaube ich, nicht mehr viel machen. Da haben wir jetzt halt hier echt schon viel gebaut. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber da haben wir jetzt mit den Kacheln, sollte man da kein Problem haben. Jetzt haben wir hier die Verbindung. Haben das hier soweit. Wie sieht denn das mittlerweile hier aus? Ach, guck mal, das ist sehr aufgelöst. Kann natürlich aber auch wieder an der Rush-Hour liegen, dass die halt momentan durch ist. Das weiß man halt nie. Von der Uhrzeit würde ich sagen, eigentlich nein, aber es hängt halt alles so weit hinterher. Normal, es sagt man, ich glaube, 16 Uhr ist ein Punkt und irgendwie, glaube ich, auch morgens. Weiß es nicht. Das sind immer so Sachen. Sieht jetzt auf jeden Fall erstmal wieder gut aus, aber das heißt nicht, dass es dann eben so bleibt. Ach, guck mal, die sind jetzt alle. Ach, jetzt gehen die alle hier raus auf einmal. Ist natürlich wieder super gelaufen. Hier das gleiche wie auf der anderen Seite zu machen, bin ich gerade am Überlegen, ob ich hier oben an die Brücke eine Verbindung mache. Aber eigentlich würde ich das hier drüben, glaube ich, nicht machen. Das lohnt sich jetzt hier nicht so unbedingt. Ja, wir gucken mal. Wie gesagt, der Bereich, diese Zufahrt nimmt vielleicht nochmal etwas den Verkehr raus. Vielleicht reicht das, damit es einigermaßen flüssig läuft, wenn dann der Stau nicht so extrem ist. Könnte ja sein. Und hier haben wir ja, wie gesagt, erstmal die Verbindung gemacht. Mal schauen, ob das einigermaßen verwendet wird. Aber ich gehe schwer davon aus, dass allein schon von der Outside Connection da irgendwo schon mal die ersten LKWs, genau, und Autos dann reinkommen werden. Das sieht doch schon mal hier an der Stelle gut aus. Ich hatte überlegt, ob ich hier nochmal eine Ortschaft irgendwie hinbaue. Ich muss mal gerade gucken, in welche Richtung geht denn der Wind. Okay, der geht weg von dem Bereich. Natürlich nicht schlecht.
Also man könnte hier eine Ortschaft hinbauen an der Stelle. Bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich das machen möchte. Gerade mit dem Kreisverkehr vielleicht noch in Verbindung und dann irgendwie hier vorne. Könnte man machen, dann haben die vielleicht keinen so weiten Arbeitsweg und die Leute, die weiterfahren, suchen sich was Näheres oder so. Schauen wir mal. Aber ich glaube, so eine kleine Ortschaft würde ganz nett hier aussehen, oder? Ich glaube, der Kreisverkehr ist eine gute Verbindung. Dann würde ich hier eben von der Seite aus, da müssen wir jetzt natürlich schauen, dass wir eine Straße bauen, die halt auch hierfür taugt. Nehmen wir hier erstmal die hier. Snappt jetzt halt nicht in der Mitte so direkt, wie man sieht. Da können wir halt ohne Snap. Praktische das mit ohne Snap, ne, da kannst du überall anschließen und der macht das meistens auch. Dann gehen wir hier auf der Seite durch. Wandern hier um diesen Hügel drumrum. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Kachel hier vorne, die hier, noch kaufe. Aber nicht hier nochmal ein Stück weiter, so vielleicht nicht. Verbinden wir uns hier nach vorne und gehen hier dann eben über diesen Weg vielleicht nochmal durch. Hätten hier also schon mal so eine Art Hauptstraße. Muss ja keine Riesenortschaft werden. Man hat jetzt ja eh Gewerbe muss ein bisschen rein. Vielleicht Büro könnte man noch ein bisschen reinmachen. Das ist das, was ich meine. Das sind also diese Hauptsachen, die wir hier eigentlich noch machen können. Momentan, weil wir halt echt schon sehr, sehr viel gebaut haben. Ich grade das, glaube ich, langsam dann Stück für Stück die Straßen dann irgendwie ab, die kleinen. Aber erstmal baue ich hier, glaube ich, komplett die Bereiche hier soweit fertig. So, auf die Seite und dann hier vorne vielleicht auch nochmal, dass wir erstmal so ein paar größere Straßen haben, die hier durchgehen. Dann hier vielleicht nochmal so die Verbindung. Da können wir eigentlich auch mit einem Bogen machen. Sowas. Wenn wir erstmal so das Grundlegende hier irgendwie aufgebaut bekommen. Und dann machen wir hier natürlich die ganzen Büsche weg. Die brauchen wir jetzt hier an der Stelle bei bestem Willen nicht. Gehen dann vielleicht hier nochmal nach vorne. Ich gucke gerade, dass ich halt das Gelände etwas dem Gelände aus dem Weg gehe. Und jetzt mache ich dann das in einem Schwung eben. Grade das zum Beispiel ab. Das hier. Das hier. Dann kann man hier nämlich auch nochmal. Gerade am Überlegen. So, doch. Dass man hier die kleineren Straßen nochmal durchzieht. Auch hier. Das mal so und schließen dann noch ein zweites Mal an. Kriegen wir hier nämlich auch so die Gebiete ein bisschen hin. Wie steil ist das? 5, irgendwas. Da würde ich jetzt wirklich hier einfach dran vorbeigehen und die Seite komplett ignorieren. Weiß nicht, ob das gut ist, aber ich glaube, das könnte besser werden, als wenn ich dann auf die Hügel dann noch drauf baue. Mal das hier, dann lassen wir, wie gesagt, das frei. Da wäre auch gut fürs Internet eigentlich da oben, so einen Weg. Können wir eigentlich auch mal anstreben. Ja, dann vielleicht mit einem so Internet hier versucht hinzubauen. Das müsste gehen. Machen wir natürlich direkt, weil sonst vergessen wir es wieder. Zack. Wir hatten hier, glaube ich, noch gar kein Internet, ne? Ui. Ja, ich sage ja, irgendwo vergesse ich es immer. Das gehört ja schon mit dazu. Ja, wir machen den mal hier vorne hin. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch für die Industrie ein bisschen Internet. Vielleicht hilft es ja auch etwas. Machen hier das nochmal weg. Kriegen wir hier Stück für Stück nämlich die Ortschaft etwas aufgebaut. Hier würde ich dann vielleicht nochmal mit so einer kleinen Straße, das war wieder nix, nach vorne gehen. Ja. Genau. Mehr braucht es ja eigentlich hier nicht. Hier vorne haben wir noch eine Sache vergessen. Genau, hier gehen wir nochmal ein Stück weiter so nach vorne. Da können wir dann auch mit Lärmschutz arbeiten.
Ach, jetzt weiß ich, warum das immer hochgeht. Ah. Das erste Mal tatsächlich, dass ich das rausfinde. Deswegen manchmal beim Anschließen geht es dann so nach oben, ne? Hatte ich ja öfter schon mal mich gefragt, warum das ist. Mit linker Maustaste gedrückt und Maus hoch runter bewegen, kann man die Höhe verändern. Okay, gut zu wissen. Naja, ich will jetzt mal nicht sagen, wie viele Stunden ich schon in dem Spiel habe, ja, sonst wird's peinlich. Deswegen, aber auch interessant, dass man immer noch Sachen rausfindet. Okay, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das geht. Ich mache das halt immer mit Tasten. Na, das ist natürlich auch eine Funktion, die jetzt manchmal wahrscheinlich nicht so hilfreich sein könnte, weil ich manchmal doch ein bisschen zu lange drauf drücke. Jetzt weiß ich aber immerhin, dass es dadurch kommt, dass es nicht irgendwie ein Fehler von dem Spiel. Ich dachte, das ist irgendwie so, irgendwas ist da noch fehlerhaft in dem Spiel. Ich habe das ja immer mal wieder probiert und geguckt, ob das weg ist. Ich dachte halt wirklich, das wäre irgendwie vielleicht noch eine Sache, die noch nicht so ganz funktioniert. Aber nee, das ist einfach die eigene Inkompetenz wieder mal. Man sagt ja so schön, das Problem sitzt meistens irgendwie 20 cm vor dem Bildschirm. Das ist an dieser Stelle auch mal wieder sehr, sehr, ja, ist einfach die Wahrheit. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Ortschaft. Die wir natürlich hier schon mal mit Strom dann wahrscheinlich hier drüben direkt verbinden. Hierüber mal ein paar Verbindungen auf jeden Fall haben. Das gleiche machen wir dann auch mit Wasser. Auch wenn wir schon eine Verbindung hier sehen, durch den Kreisverkehr mache ich trotzdem hier an sich die Verbindung nochmal. Damit wir einfach ein paar mehr Verbindungen dann auch haben. Ich finde das eine gute Idee. So. Gut. Ja, und dann geht eigentlich das fleißige Markieren schon wieder los an dieser Stelle, wo wir dann jetzt gucken, dass dann Stück für Stück eben die Ortschaft aufbaut. Ich würde es mal mit Gewerbe, glaube ich, anfangen, dass man hier einfach ein bisschen Gewerbe mit reinsetzt. Mal schaut, dass man das hier etwas verteilt, ne, dass wir hier immer mal wieder so einen Laden haben zum Einkaufen. Überlege gerade, ob ich auch mit höherer Dichte, also mit mittleren zum Beispiel, arbeiten würde. Aber ich glaube, das lasse ich dann mal. Ich weiß nicht, ob hier mittlere Dichte so dazu passen würde. Ich finde die Reihenhäuser, die passen auf jeden Fall dazu. Überlege nur gerade, wo. Die machen sich halt am besten, wenn man wirklich so Schachbrett baut. Wird hier die Bereiche hier mit reinnehmen in die Reihenhäusersiedlung. Dann würde ich überlegen, ob ich hier vorne die geraden Bereiche da vielleicht ein bisschen mit reinnehme. Wäre vielleicht auch ganz schön. Dann haben wir hier auf jeden Fall mittlere Dichte. Dann haben wir da schon mal so ein bisschen begonnen. Jetzt würde ich Büro natürlich auch nochmal vereinzelt hier gerne mit reinstellen. Gerade hier vorne, dann nahe des Kreisverkehrs kann man das zum Beispiel ein bisschen mit reinnehmen. Auch hier vorne, dass wir Arbeitsplätze hier bekommen. Und der Rest wird dann irgendwann wahrscheinlich die komplette niedrige Dichte sein. Ich glaube, das sieht einigermaßen in Ordnung aus. Und dann müssen wir jetzt natürlich hier nochmal hingehen und müssen dann hiermit, mit der niedrigen Dichte, den ganzen Rest noch bemalen. Aber die Versorgung, glaube ich, ist sinnvoll, wenn wir die diesmal vorher machen. Ich probiere mich da ja auch immer ein bisschen zu verbessern. Oftmals war es danach nicht ganz so schlau. Deswegen, na super, das passt nicht, das können wir hier, deswegen der kleinen Kurve, der haben mit den kleinsten Kurven haben die schon Probleme. Na komm, wir machen das auf die Seite, machen hier drüben eine Feuerwehr hin, die machen wir hier vorne hin, ich verteile die natürlich auch wieder hier fleißig. Dann würde ich hier, würde sagen auf der Seite, Polizei hinsetzen. Alles hier im kleinen Stil, mehr braucht man nicht. Krematorium wäre natürlich auch eine ganz gute Idee. Friedhof wäre halt wieder zu groß für das, was wir hier vorhaben. Sag mal, hier wollte ich hin. So, machen wir das auf die Seite. Und dann haben wir hier schon mal die Versorgungsgebäude. Das ist schon mal das eine. Dann würde ich diesmal die Schulen schon mal irgendwo versuchen, hier mit reinzubringen. Ich weiß nicht, ob ich nur bei der Grundschule bleibe. Universität ist hier zu mächtig, auch wenn wir die fast schon wieder benötigen würden. Ich gucke gerade, wo das hier vielleicht schön aussieht. Hier drinnen könnte ich mir das vielleicht vorstellen.
Oh je. Ich habe schon gesehen, dass er hier, glaube ich, den Berg, dass er das aufgeschüttet hat. Oder? Ja. Naja, gut, ist nicht so schlimm. Das Spielplatz kann ja, muss ja nicht eben sein, alles. Das kann er ja ruhig gerne so einen kleinen Bogen nehmen. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Sachen mal soweit. Können ja die Upgrades noch ein bisschen mit dazu bringen. Schauen, wo die passen. Damit die hier von der Versorgung natürlich auch schon mal alles hier richtig haben. Wir haben halt das Problem, dass wir hier etwas Luftverschmutzung mit reinbringen. Machen wir das auf die Weise. Hier haben wir dann vom Gelände her nochmal etwas Herausforderung. Genau. Postfiliale. Irgendwie denke ich gerade an alles. Bin ja selbst irgendwie gerade sehr, sehr begeistert von mir selbst. Damit rechne ich gar nicht, dass das irgendwann mal richtig funktioniert, dass ich das mal selbstständig auch alles hinbekomme. Wow. Dann dürfen wir, glaube ich, sogar alles hier haben. Nur natürlich jetzt hier. Bei Einzel können wir hier natürlich noch Briefkästen hinmachen. Und dann braucht man natürlich erstmal auch die Leute, die hier wohnen. Obwohl man sagen muss, ein bisschen was haben wir ja schon. Ja, komm hier vorne noch. So. Gut. Und da gehe ich jetzt hin und versuche mal die ganze niedrige Dichte hier zu markieren. Da bauen sie fleißig auf. Nach und nach. Bäume können wir jetzt noch nicht setzen, da würde ich noch mal ein bisschen abwarten. Was wir aber machen könnten, wäre auf jeden Fall zum einen den Lärmschutz noch anzubringen. Das wäre jetzt auf den Seiten wahrscheinlich sehr hilfreich, würde ich mal behaupten. Da wohnen ja auch direkt wieder Leute. Genau, machen wir das mal auf die Weise. Das ist ja auch immer schnell gemacht. Überleg mal im ersten Teil, wie lange das immer gedauert hat. Durch das, dass man das ja über die Mods und teilweise über die Assets dann geregelt hat. Haben wir auf jeden Fall den Bereich da ein bisschen aufbaut. Ich würde jetzt hier nochmal schön ein bisschen Sportanlagen mit reinbringen. So, damit die natürlich hier auch Parks haben. Gehen wir hier mal hin. Kleiner Spielplatz passt doch immer, oder? Soll man meinen. Das soll man meinen. Hier will ich auf jeden Fall oben nichts hinbauen. Direkt neben dem Funkmast, den Spielplatz, da sehe ich uns. So, der snappt richtig, ne? Das ist ganz, ganz gut. Ah, so, wir sind genau gegenüber. Naja, gut, wir reden mal nicht drüber, was ich gerade gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall hier und da mal ein wenig Platz gelassen, um nochmal etwas reinzustellen. Hier zum Beispiel auch. Weiß nicht, bei so Ortschaften ist, finde ich, einen Hundepark, glaube ich, nicht unbedingt immer so passend. Aber naja. Meinem Großen und Ganzen. Kriegen wir das hier schon irgendwo ein bisschen gemeistert? Dann haben die das. Und dann bauen die mal ein wenig nebenher auf. Die sind teilweise sogar schon fertig. Also sind die Reihenhäuser. Man soll das erstmal hier fleißig aufbauen. Weil hier drüben wollte ich eben auch die Ortschaft noch ein bisschen ausbauen. Jetzt schauen wir hier mal. Ich finde tatsächlich, also hier fahren ja immer vereinzelt wieder Autos hoch. Ob es die Lösung jetzt war für den Stau, das, wie gesagt, kann man halt einfach schwer beurteilen. Stau hier ist nämlich auch zum Beispiel aufgelöst. Das ist immer so schwer zu sagen, ob jetzt diese kleine Zufahrt hier irgendwo dem Bereich etwas geholfen hat. Das sind so Dinge, ne? Manchmal kann es schon ausreichen, wenn die ein paar Wege natürlich haben. Wir haben von Dauter, wir haben hier einfach wenig Verbindungsstraßen gebaut. Die sind teilweise nicht so wirklich besucht, aber die Autobahn, über die läuft halt sehr, sehr viel. Ich wollte ja auch schon mal so Autobahnen mehr nebeneinander bauen, aber da bräuchte man eigentlich eine größere Stadt, wo man dann einfach so ein extremes Autobahnnetz, würde ich mal sagen, auf die Beine stellt, was auch natürlich sehr aufwendig ist. Aber ich finde, es lohnt sich hier tatsächlich in Cities Skylines 2 nochmal eine Ecke mehr als im ersten Teil noch. Weil im ersten Teil, da waren die Autobahnen natürlich auch besucht, gerade viel Durchfahrtsverkehr, aber die Prioritäten lagen nicht darauf. Und beim zweiten Teil, so kommt mir das auf jeden Fall vor, so rein vom Gefühl und von der Spielerfahrung her, dass extrem viel über diese Autobahn läuft. Dass also wirklich die Autobahn, gerade wegen den Geschwindigkeiten zum einen, aber andererseits nochmal ein bisschen mehr der Fokus auf die gelegt wird, dass eben die Leute über allgemein wahrscheinlich über die Schnellstraßen eher fahren als auch andere Wege, auch wenn sie vielleicht schneller sind oder so.
Weil die meisten Staus, wenn ich mal irgendwo Staus habe, sind immer Autobahn. Ausfahrt oder halt Abfahrt. Ne? Also irgendwas von beiden ist immer, je nachdem, wie Rush Hour gerade ist, ob die Leute jetzt gerade zur Arbeit möchten oder zurück. Aber sonst habe ich stautechnisch echt super wenig Probleme. Aber in dem Fall, das ist natürlich schon häufiger. Und ja, wie gesagt, der Bereich zum Beispiel, der ist natürlich wahrscheinlich eine ganz große Katastrophe. Viele Einwohner, sehr dicht bebaut und dann nur mit zwei kleinen Straßen angeschlossen. Das sind so Dinge halt, da ist immer mal wieder ein bisschen mehr mit Stau. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist das hier, glaube ich, schon eine gute Sache. Ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht nochmal so einen kleinen Kreisverkehr. Ah, oh, wir reißen trotzdem ab, ne? Ich würde aber trotzdem gerne hier einen kleinen Kreisverkehr machen. Dann lassen wir sogar die Zebrastreifen. Den würde ich trotzdem gerne hier reinmachen. Ja, schauen wir mal, ob sich das irgendwie bessert. Weil wie gesagt, wenn wir da mal im Fokus die 100 Folgen haben, dann möchte ich halt auch gerne gucken, dass wir da schon, wenn nach der 100. Folge Schluss ist mit dem Projekt, ein neues Projekt kommen wird, dass wir dann auf jeden Fall hier schon mal gut dastehen. Außer es kommen jetzt halt noch ganz coole Ideen, die wir hier umsetzen können. Aber wir haben halt wirklich schon sehr, sehr viel gemacht. Deswegen tendiere ich halt so ein bisschen in die Richtung. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Autobahn ist entlastet. Ob sich das hält, ob das wiederkehrt, das muss man schauen. Ich finde es beeindruckend, dass die Fahrzeuge teilweise doch schon sehr schnell noch unterwegs sind. Finde ich gut. Aber das ist irgendwie so phasenweise. Wenn man sich viel bewegt, dann klappt das, glaube ich, nicht ganz so gut. Aber ja, da wird man mal schauen, wie gesagt, wie wir in den nächsten Folgen weitermachen. Vielleicht machen wir an der Ortschaft ein bisschen weiter, wo wir jetzt gerade angefangen haben. Da fehlen ja die Bäume auch auf jeden Fall noch. Aber ich will da auch erstmal drumherum nochmal schauen, was wir da vielleicht machen könnten, um dann einfach, ja, die Bereiche vielleicht nochmal ein bisschen mit auszubauen und dann in einem dann die Bäume zu setzen. Ja, so auf jeden Fall ein bisschen der Plan. Gute liebe Leute, dann haben wir heute ein bisschen was gemacht, Verbindungen gesetzt, neue Zufahrten gebaut und sogar eine kleine Ortschaft. Ja, würde ich sagen, ist doch ganz gut gelungen. Auf jeden Fall, wenn man jetzt den Verkehr ansieht, dann scheint es ein bisschen was gebracht zu haben. Mal gucken, wir werden da immer mal wieder schauen. Wir sehen ja die Symbole zum Glück ganz gut. Das verschiebt sich jetzt gerade alle so ein bisschen in Downtown rein. Mal gucken, aber anscheinend da läuft der Verkehr auch wieder ziemlich schnell für die Verhältnisse und die Größe der Stadt, aber ja, es dürfte eigentlich trotzdem. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann vielleicht mal ein bisschen besser wird, damit man halt vielleicht auch ein bisschen größere Städte bauen kann, weil ja, ich habe jetzt zwar eine größere Karte offiziell, die ich bebauen kann. Ja, das ist ja schön, dass ich mehr Kacheln habe, aber es bringt mir halt nicht so viel, wenn bei 200.000 Einwohnern die Leute fast schon rückwärts waren, ne? Das muss man halt sagen. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Hinterlasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung. Das wäre sehr lieb von euch. Dann könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo für diesen Kanal da lassen und das Glöckchen aktivieren. Und das Gleiche könnt ihr gerne natürlich auch auf meinem Zweitkanal machen, Multisash TV, weil dort erscheinen ja die Twitch-Projekte. Und wer bei Twitch immer dabei war und vielleicht mal irgendwo hier und da ein bisschen was verpasst hat, für die ist das auf jeden Fall eine gute Sache, weil da werden die VODs einfach hochgeladen. Und ich glaube, die sind auch sehr, sehr schön zum Anschauen. Ich gucke natürlich, dass da eben auch durchkommentiert wird, dass das auch eine gute Qualität hat. Und deswegen glaube ich, kann man da auch mal einen Blick drauf werfen, weil auch das jetzige Projekt auf der Modded-Karte, glaube ich, sehr, sehr interessant ist. Ich wünsche euch was, macht es gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!